Hi, wir sind Maria und Jan und reisen seit 2017 durch die Welt. Letztes Jahr waren wir während unseres zweimonatigen Roadtrips durch Europa, unter anderem auch in Kroatien, und hatten dort eine unglaublich schöne Zeit. Und weil so viele von euch gefragt haben, möchten wir euch in diesem Video kurz zusammengefasst die 10 schönsten Orte in Kroatien zeigen, die ihr bei eurer Reise auf gar keinen Fall verpassen dürft. Solltet ihr euch für Reisetipps, aber auch Instagram-Tipps, Online-Geld verdienen, Influencer-Tipps und ähnliches interessieren, dann abonniert uns doch gerne kostenlos und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, möchten wir uns beim heutigen Sponsor des Videos bedanken, und zwar ist das Lumina. Starten wir mit Platz Nummer 10 und verzeiht uns bitte, wenn wir die Namen nicht alle richtig aussprechen. Auf jeden Fall ist Platz Nummer 10 bei uns die Stadt Split. Die zweitgrößte Stadt in Kroatien macht wirklich jeden Urlauber glücklich. Die Hafenstadt ist mit seinem mittelalterlichen Charme und atemberaubenden Stränden definitiv einen Besuch wert. Platz Nummer 9 belegt bei uns die Stadt Hvar auf der Insel Hvar. Was wir euch dort auf jeden Fall empfehlen können, ist das Spanish Fortress. Alleine der Weg dorthin ist richtig schön und nicht so anstrengend. Von der Festung aus hat man eine herrliche Aussicht auf die Stadt, den Hafen und die sich davor befindenden Inseln. Kommen wir nun zu Platz Nummer 8. Das Goldene Horn gilt als einer der beliebtesten Strände Kroatiens. Er befindet sich auf Brač, einer Insel vor der Stadt Split am Adriatischen Meer. Der Strand hat eine besondere Form, nämlich die einer Sichel bzw. eines Hornes. Als nächstes haben wir Stiniva, das ist wohl die bekannteste Bucht der Insel Vis. Die Bucht sieht so traumhaft schön und malerisch aus, dass sie fast unrealistisch wirkt. Vor Ort bietet das klare türkisblaue Wasser die Möglichkeit für ausgiebige Schnorcheltouren. Allgemein lohnt sich ein Ausflug dorthin für all diejenigen, die sich entspannen möchten und mal wieder eine Auszeit brauchen. Platz Nummer 6 belegt bei uns das Amphitheater Pula. Das römische Amphitheater Pula ist das sechstgrößte Amphitheater der Antike und eines der am besten erhaltenen. Auch wenn das Innere des Gebäudes im Laufe der Jahrhunderte durch Raubbau verloren ging, befindet sich seine Fassade aus weißem Kalkstein noch nahe zum Originalzustand. Und kommen wir nun zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar ist das Lumina. Lumina 4 ist ein Fotobearbeitungswerkzeug, was keine Konkurrenz und keine Alternative zu den gängigen Fotobearbeitungsprogrammen darstellt, wie zum Beispiel Adobe Lightroom oder Adobe Photoshop, sondern als Standalone-Software oder als ergänzendes Plugin für zum Beispiel Adobe Photoshop oder Lightroom verwendet werden kann. Und keine Sorge, für die Verwendung von Lumina 4 braucht ihr über keine speziellen Skills verfügen, denn die Software ist so benutzerfreundlich aufgebaut, dass man auch ohne sich mit der Software vorab beschäftigt, zu müssen zurechtkommt. Hilfreiche Funktionen von Lumina 4 sind zum Beispiel Sky Replacement, Portrait Enhancer und Accent All Tools. Mithilfe von künstlicher Intelligenz kann man so innerhalb von wenigen Sekunden zum Beispiel ein Sky Replacement durchführen. So kann man zum Beispiel seine Lieblingsfotos mit unschönem grauen Himmel durch einen schönen sonnigen Himmel aufpimpen. Wir finden auch das Augmented Sky Tool sehr cool. Damit könnt ihr richtig kreativ werden und zum Beispiel Objekte wie Vögel, einen Mond oder sogar eine Giraffe in den Himmel einsetzen. Aber Lumina 4 bietet noch viele weitere coole Features. Wenn ihr selbst mal Lumina 4 nutzen wollt, dann müsst ihr kein Abo abschließen. Ihr könnt es einmalig kaufen und unbegrenzt nutzen. Wir haben auch einen Rabattcode für euch. Mit dem Code TRAVELVENTURE spart ihr 25 Euro. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Weiter geht es bei uns mit Platz Nummer 5, und zwar ist es die Quelle Klavac vom Fluss Cetina. Von oben betrachtet sieht die Quelle aus wie ein türkis- und smaragdgrünes Reptilienauge mit einer eisblauen Iris. Daher kommt auch der Spitzname Blue Eye oder auch Drachenauge. Ihr müsst hier keinen Eintritt zahlen, die Quelle ist frei zugänglich. Der Nationalpark Krka ist ein absolutes Highlight in Kroatien und ist der zweitgrößte Nationalpark des Landes. Es erwarten einen Wasserfälle, smaragdgrüne Seen, versteckte Pfade und kleine Inseln. Denkt bei einem Besuch dort auf jeden Fall an eure Badesachen, denn Schwimmgehen ist dort die meiste Zeit des Jahres erlaubt. Platz Nummer 3 belegt bei uns Rovinci. Rovinci ist eine Hafenstadt an der Westküste der Halbinsel Istrien. Sie verzaubert ihre Besucher mit glasklarem Wasser, malerischen Buchten und einer wunderschönen Altstadt. Bei einem Spaziergang durch die schmalen, verwinkelten Gassen der Altstadt fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt und kann nebenbei die teilweise bunten, mit Blumen verzierten Häuser bestaunen. Auf Platz Nummer 2 befindet sich Dubrovnik, auch bekannt als die Perle der adriatischen Küste. Das Herz Dubrovniks ist eine mittelalterliche Altstadt, die von einer prächtigen Stadtmauer geschützt wird. Übrigens diente Dubrovnik für zahlreiche Szenen von der Serie Game of Thrones als Drehort. In unserem Vlog haben wir euch ein paar Drehorte gezeigt, den Vlog haben wir euch oben beim i verlinkt. Und auf keinen Fall dürft ihr den Sonnenuntergang vom Aussichtspunkt Dubrava verpassen. Wir hatten dort einen der schönsten Sunsets und die Aussicht auf Dubrovnik ist einfach nur ein Traum. Und zu guter Letzt Platz Nummer 1, den belegt bei uns der Nationalpark Plitvice Seen.
Kroatien bietet nicht nur traumhafte Strände, tolle Inseln, hübsche Städte, sondern auch beeindruckende Natur. In dem Plitvicer Nationalpark findet man Wälder, Wasserfälle und Seen, so glasklar und türkis wie in den kanadischen Rocky Mountains. Holzstege führen vorbei an der Naturlandschaft aus 16 Seen, welche über beeindruckende Wasserfälle miteinander verbunden sind. 16 Seen, Wahnsinn! Wo ihr die beste Aussicht habt, das verraten wir euch in unserem Blog. Den verlinken wir euch oben beim i. Mit Sicherheit gibt es noch weitere schöne Orte in Kroatien, weil Kroatien ist einfach wunderschön. Aber die von uns genannten solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Falls ihr noch weitere Tipps habt, schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefallen hat oder ihr es hilfreich fandet, würden wir uns natürlich wie immer darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert uns unten kostenlos und hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.